Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Webinar bei der Firma Evolution mit dem Thema der Zauber der Bäume mit mir. Mein Name ist Christine Baumann, ich bin Heilpraktikerin seit 2010 in eigener Praxis, habe meine Praxis in Mittenwald, direkt an der Grenze zu Tirol. Ich habe uns einen Vortrag mitgebracht zum Thema der Zauber der Bäume. Wir wollen uns ein paar Baumöle gemeinsam angucken und zunächst mal schauen, was der Wald mit unserer Gesundheit eigentlich überhaupt zu tun hat. Es ist so, dass Bäume und Menschen schon immer eigentlich eine ganz, ganz innige Bindung haben. Bäume haben den Menschen schon immer fasziniert. Und so ein Baum ist auch für den Menschen, für das Menschenleben eigentlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Deswegen sollte man auch diesen wunderbaren Pflanzenwesen mit ganz großem Respekt begegnen und sich gut überlegen, ob man einen Baum, der vielleicht einfach ein wenig zu viel Schatten spendet, fällen muss. Wenn man sich überlegt, dass diese Bäume in aller Regel sehr viele Jahre länger leben, als wir Menschlein leben und sehr, sehr viel Wertvolles für unseren Planeten tun. So ein 100 Jahre alter Baum erzeugt für uns pro Jahr 4,5 Tonnen Sauerstoff und bis zu 400 Milliliter Wasser. Gleichzeitig bindet er 6 Tonnen CO2 und 1 Tonne Feinstaub in einem Jahr. Wenn wir jetzt so einen alten Baum absägen, dann dauert es, und sagen wir pflanzen einfach einen neuen, dann dauert es natürlich wieder viele, viele Jahre, eben bis zu 100 Jahre, bis er diesen diese große Bereicherung für den Menschen leisten kann. Also einfach nur einen Baum absäbeln und einen neuen Baum setzen, damit ist es nicht getan. Wenn Sie mal in den Wald gehen, so diese kleinen Buchenbabys, die Sie da am Wegesrand finden können, die so auf Hüfthöhe sind oder vielleicht auch auf Augenhöhe mit Ihnen sind, die sind in aller Regel so zwischen 12 und 15 Jahre alt. Das heißt, bis so ein Baum wirklich diese majestätische Größe erreicht, mit der er dann auch eben diesen CO2-Umsatz leisten kann, vergeht eben sehr, sehr viel Zeit. Und natürlich ist der Baum nach 100 Jahren eigentlich noch nicht alt, sondern der kann noch sehr viele 100 Jahre länger oftmals auf dem Planeten bleiben. Deswegen sollte man einfach generell schon mal sich mit den Bäumen gut verbinden und gut überlegen, ob ein Baum wirklich gefällt werden muss oder ob man nicht vielleicht andere Lösungswege finden kann. Bäume haben unter sich ein ganz großes Netzwerk, hat man herausgefunden. Bäume kommunizieren ganz klar miteinander, und zwar die Bäume einer Art kommunizieren miteinander. Also die Kiefern können miteinander kommunizieren, auch in den unterschiedlichen Arten. Also ob das jetzt Bergkiefer oder Latschenkiefern sind, die verstehen sich sozusagen, aber sie verstehen sich nicht mit der Buche. Die reden auch nicht miteinander, weil sie keinen Grund dazu haben. Es gibt Forschungen, wie diese Bäume kommunizieren. Da gibt es verschiedene Wege. Das eine ist überirdisch, über eben bestimmte Duftstoffe, die ausgesendet werden. Das andere ist auch unterirdisch. Da gehen Bäume dann in den Kontakt mit dem Myzel von Pilzen zum Beispiel und übertragen dann über dieses Myzel von den Pilzen, über die Wurzeln, Impulse zum nächsten Baum. Also da werden sehr, sehr viele Informationen weitergereicht von Baum zu Baum. Und zwar erstaunlicherweise über sehr, sehr weite Felder. Also nicht nur innerhalb eines Waldes oder eines Waldgebietes, sondern man hat festgestellt, dass es Reaktionen gibt, die wirklich auch im benachbarten Waldgebiet dann noch stattfinden. Und in sehr, sehr kurzer Zeit. Man würde dann überlegen, dass das lange dauert. Aber nein, dieser Impuls ist also tatsächlich etwas, was sehr, sehr schnell passiert. Man geht davon aus, man hat mittlerweile ca. 200 verschiedene Substanzen gefunden von diesen sogenannten Phytoziden, über die der Baum mit seiner Art kommuniziert. Der Konrad Amber hat es so nett ausgedrückt, Bäume haben keinen Humor, das heißt, die erzählen sich keine Witze und reden nicht ohne Grund miteinander. Jürgen Oswald hat ihm widersprochen und gesagt, die Natur hat sehr wohl großen Humor, aber das ist eine andere Herangehensweise. Jetzt rein von diesen Stoffen und von dieser Art zu kommunizieren her, ist es so, dass eben wirklich notwendige Signale übertragen werden. Und zwar in allererster Linie Nährstoffstress, Klimastress oder Gefahr durch Schädlinge. Auch wenn der Mensch zum Beispiel den Wald betritt, dann ist eine Information, dass
ein Eindringling sozusagen da ist, relativ schnell verbreitet. Interessanterweise hat man festgestellt, dass die Absicht des Menschen durchaus dabei erkannt wird, auf welche Art und Weise auch immer, aber der Wald reagiert. Man kann also messen, ob dann diese Phytozide ausgestoßen werden oder nicht. Der Wald reagiert nicht, wenn jemand barfuß und in friedlicher Absicht in den Wald geht. Der Wald reagiert aber in dem Moment, wo jemand mit einer Kettensäge im Wald auftaucht. Also sehr, sehr interessant, das zu beobachten, sehr, sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, weil man es gar nicht glaubt, wenn man so diesen statischen Baum, der so an seinem Fleck steht, sieht, dass der tatsächlich in der Lage ist, über so kurzen Zeitraum, über so weite Wege, so feinfühlige Dinge auch tatsächlich zu kommunizieren. Diese Vokabeln, diese Phytozide sind größtenteils Duftstoffe, habe ich schon gesagt. Also das, was überirdisch passiert, passiert über Duftstoffe. Und eben diese Duftstoffe, die haben aromatherapeutisch eine sehr, sehr starke Wirkung auf den Menschen. Und sehr interessante unterschiedliche Wirkungen auf den Menschen, die wir uns natürlich zunutze machen können. Interessant zu wissen ist, dass um diese Duftstoffe zu erwerben, zu verwenden, müssen wir den Baum nicht fällen. Wir können einen Baum, was diese Duftstoffe angeht, auch so beernten, dass er keinen Schaden davon trägt. Also das geht durchaus in Synergie mit den Bäumen und wir müssen dazu nichts abholzen. Diese Duftkomponenten sind auch der Grund, warum wir, oder mit ein Grund wahrscheinlich, ich würde sagen, das passiert sicherlich auf mehreren Ebenen, warum wir einen Spaziergang im Wald als so unfassbar heilsam empfinden. Das ist ja eben, wenn man in den Wald hineingeht, atmen wir diese Duftstoffe merkbar ein. Wir verstehen vielleicht die Vokabeln nicht, die da gesprochen werden, aber wir riechen diese Waldluft, die einfach nochmal eine ganz andere Wirkung auf uns hat, als wenn wir jetzt zum Beispiel am Berg sind. Wir haben am Berg auch eine wunderbare, saubere, klare Luft, aber sie ist vom Typus her ganz anders, als wenn wir jetzt im Wald sind. Das liegt zum einen daran, dass natürlich sehr viel mehr Sauerstoff da ist, dass eine sehr viel höhere Luftfeuchtigkeit durch die Bäume erzeugt wird, was ein sehr angenehmes Heilklima tatsächlich auch für unsere Atmung macht. Und das liegt aber eben auch an diesen Baumkomponenten, an diesen Duftstoffen. Ich glaube, dass es nicht nur die Aromatherapie ist, und die uns im Wald einfängt. Wir haben auch eben Grün als eine Farbe, die ja sehr ausgleichend, harmonisierend und beruhigend wird. Das heißt, es ist Farbtherapie auch gleichzeitig. Wir haben Bewegungstherapie. Es ist die Haptik im Wald und auch dieses Gefühl der Geborgenheit, wenn man in den Wald hineingeht, das Gefühl der Verbundenheit. Ich kann nur jeden, der Lust hat, Experimente zu machen mit Meditation, mal anraten, auszuprobieren, wie die Unterschiede sind, wenn sie versuchen, sich auf einen bestimmten Platz zu stellen und sich vorstellen, wie Wurzeln in die Erde aus ihren Füßen schlagen und wie sie sich ganz eng verbinden mit dem Ort. Versuchen Sie das einmal auf einer schönen Wiese vor einem Wald oder auf einem Berg und versuchen Sie das dann mal im Vergleich sozusagen, wenn Sie im Wald auf einer Lichtung stehen. Beides macht eine wunderbare Erfahrung und beides macht auch eine sehr schöne Entspannung, aber Sie werden feststellen, dass es einen großen Unterschied gibt. Und wenn man sich in Gruppen dann darüber unterhält und austauscht, ist das, was vermittelt wird oder das, was bei allen eigentlich ankommt, ein großes Gefühl von Geborgenheit und von Schutz und auch von Verbundenheit, das wir erleben, wenn wir als Menschen mit den Bäumen sind. Seit jeher gelten Bäume auch als Vermittler zwischen Himmel und Erde, zwischen oben und unten, weil sie ja eben die Wurzeln ganz tief in die Erde schlagen. Übrigens ist das, was wir sehen, nur ein kleiner Teil des Baumes. Das Wurzelwerk ist also mindestens nochmal die gleiche Masse an Holz, die der Baum in die Erde schlägt, was eben nochmal zusätzlich auch eine CO2-Bindung und dergleichen macht. Und diese Tatsache, dass ja eine große Verbindung zur Erde besteht und der Baum aber eben ab einem gewissen Zeitpunkt sehr gerade und zielstrebig nach oben wächst und sich dann sozusagen auch in Richtung Himmel entfaltet, ist was der Mensch schon immer gesehen hat als Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und wir wissen, medizinisch gesehen ist uns der Baum eigentlich sehr nah. Also von der Aufteilung her, von der Physis her, der Baum kann nicht weglaufen, das ist der große Unterschied, aber im Prinzip sind Bäume und Menschen, die haben sehr, sehr viel gemeinsam und sind in sehr, sehr enger Verbindung miteinander.
Ich habe schon gesagt, diese Duftstoffe, die wir einatmen, die können wir therapeutisch nutzen. Aromatherapie ist auch nichts ganz Neues, sondern ist etwas, was sich schon über sehr viele Jahrhunderte bewährt, auf unterschiedlichste Art und Weise. Die Aromatherapie wird ganz oft so in diese Wellness-Ecke abgeschoben. Das ist ganz nett, wenn es irgendwo im Raum schön duftet. Das ist jedoch tatsächlich völlig missverständlich. Aromaöle oder ätherische Öle sind Wirkstoffkonzentrate. Das ist wirklich die Essenz der Pflanze, die wir da in der Flasche gewinnen. Mit also in einem Tropfen ätherischen Öl haben wir irrsinnig viel Wirkstoff enthalten und irrsinnig viel, meistens auch unterschiedliche Wirkstoffe enthalten. Deswegen ist Aromatherapie auch etwas, wo man wirklich mit ganz kleinen Dosierungen und mit ganz kleinen Impulsen unfassbar viel erreicht. Ätherische Öle sind ja auch etwas kostspieliger, als wenn man sich jetzt einfach ein Teechen eingießt. Aber wir haben sehr lange was davon, weil wir eben wirklich tröpfchenweise arbeiten können, weil in so einem ätherischen Öl die ganze Wirkessenz einer Pflanze inkludiert ist sozusagen. Das ist also wirklich ein Tropfen, schon eine ganz große Dosierung sozusagen. Die Wirkung der ätherischen Öle ist ziemlich unmittelbar. Zum einen ist es so, dass es also vollkommen ausreicht, diese Duftstoffe einzuatmen, zu inhalieren. Es findet ja über die Atmung ein Austausch an den Alveolen statt, also an diesen kleinen Lungenbläschen in unserem Atmungsorgan. Das, was über diese Lungenbläschen aufgenommen wird, landet unmittelbar in der Blutbahn. Das ist fast von der Wirkweise her fast so intensiv, wie wenn Sie es per Injektion mit einer Spritze in die Vene injizieren würden. Alleine über die Atmung. Das heißt, wir brauchen eben da gar nicht diesen inneren Impuls. Wir müssen es nicht über den Verdauungstrakt aufnehmen. Wir müssen es nicht innerlich einnehmen. Wir können ätherische Öle auch über die Haut aufnehmen. Tatsächlich hat man da Experimente gemacht und Blutwerte auch gemessen. Da sind mit Lavendelöl sehr große Studien gemacht worden. Wenn wir ein ätherisches Öl auf die Haut auftragen, in der Regel eben in einer Mischung mit einem fetten Öl, sage ich gleich noch was dazu, dann können wir wenige Minuten später, eigentlich teilweise sogar innerhalb einer Minute, im Blut die Inhaltsstoffe des ätherischen Öls nachweisen. Also das geht wirklich, das bleibt nicht auf der Haut oben liegen, sondern das geht durch, das kommt direkt in unseren Kreislauf und zwar in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit. Sodass also das, was wir auftragen oder auch das, was wir einatmen an ätherischen Ölen, systemisch wirkt, auf den gesamten Organismus wirkt, auf alle unsere Zellen wirkt. Das muss man sich einfach mal klar machen und auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe gesagt, ich sage noch was dazu, wenn man Öle auf die Haut aufträgt. Bei den allermeisten ätherischen Ölen ist es so, dass man die nicht unverdünnt auf die Haut auftragen soll. Lavendel ist zum Beispiel so eine Ausnahme, da kann man auch mal unverdünnt was machen, muss man aber gar nicht. In der Regel ist die Wirkung der ätherischen Öle sehr viel besser und auch sehr viel besser genutzt, wenn wir das ätherische Öl auf ein fettes Öl auflegen, weil das fette Öl, das ätherische Öl transportieren hilft, verteilen und transportieren hilft. Man arbeitet in der Aromatherapie tatsächlich mit Mischungen, die so bei 0,5% beginnen. Man arbeitet meistens mit 1%igen Mischungen, maximal mit 3%igen Mischungen. Das bedeutet, wenn ich 100 Milliliter Öl verwende, beispielsweise Mandelöl, ich kaufe mir ein Fläschchen mit 100 Milliliter Mandelöl, 100 Milliliter sind schön einfach zum Rechnen, dann gebe ich einen Milliliter aus dieser Flasche raus und habe damit einen Milliliter Platz. Und wenn ich jetzt einen Milliliter ätherisches Öl auffülle, dann habe ich 1%. Ein Milliliter ätherisches Öl sind, je nachdem, was man für Öle hat, etwa 30 bis 40 Tropfen des ätherischen Öls. Also das heißt, wenn Sie 100 Milliliter, eine 100 Milliliter Flasche von einem fetten Öl haben und Sie geben da 30 bis 40 Tropfen drauf, sind Sie bereits bei einer 1%igen Mischung und damit eigentlich schon wirklich in einem therapeutischen Bereich unterwegs. Bei Kindern arbeitet man mit maximal 0,5%igen Mischungen, also das heißt maximal 20 Tropfen ätherisches Öl auf 100 Milliliter fettes Öl. Das einfach mal so vorneweg gesagt, das heißt, wenn wir jetzt uns eine lokale Einreibung machen wollen,
weil wir zum Beispiel Rückenschmerzen haben oder für die Atmung auf der Brust eine Einreibung machen wollen, dann brauchen wir ja nicht 100 Milliliter, sondern brauchen wir nur ganz wenig. Dann nehmen wir von dem fetten Öl, das wir zu Hause haben, Mandelöl ist gut geeignet, Aprikosenkernöl ist gut geeignet, Macadamianussöl ist sehr, sehr gut geeignet, geht sehr in die Tiefe. Man kann auch Olivenöl natürlich verwenden, das hat halt einen starken Eingeruch, das stört die Leute manchmal, aber das wird mit dem ätherischen Öl ja meistens auch dann angehoben sozusagen. Also wenn Sie nichts anderes zur Hand haben, geht ein Olivenöl auch wunderbar. Was sich nicht so gut eignet als Trägeröl ist Jojobaöl, weil Jojobaöl kein Öl, sondern ein Wachs ist. Jojobaöl können wir dann verwenden, wenn wir gerne wollen, dass das ätherische Öl nicht in die Tiefe geht. Wenn wir wollen, dass es auf der Haut aufliegen bleibt, dann mischen wir das ätherische Öl in ein Jojobaöl, dann wird es oberflächlich sozusagen verwendet und wird in der Aufnahme in die Haut gebremst. Wenn ich aber will, dass der Wirkstoff tatsächlich in den Körper gelangt, ist Jojobaöl das falsche Öl. Also wenn ich jetzt eine lokale Einreibung machen will, dann nehme ich so ein Schnapsgläschen voll von meinem fetten Öl und dann reicht es da tatsächlich, wenn ich ein oder zwei Tropfen eines ätherischen Öls da drauf gebe. Und schon habe ich eine Wirkung. Das heißt, gerade bei ätherischen Ölen ist wirklich ganz wichtig zu wissen, viel hilft nicht viel, sondern weniger ist mehr. Ätherische Öle haben auf unseren Körper und zwar eben auf alle unsere Zellen eine ganz wunderbare regenerierende Wirkung. Wir haben bestimmte Substanzen in den ätherischen Ölen drin, die bakteriell sind, die antiviral sind, die sozusagen eine reinigende Wirkung auf unsere Zellen haben. Wir haben bestimmte Substanzen, zu denen beispielsweise die Sesquiterpene auch gehören, die wirken antientzündlich und zwar auf verschiedenen Ebenen stark antientzündlich. Das heißt, die löschen sozusagen Fehlinformationen in der Zelle. Und wir haben verschiedene Substanzen, da gehören vor allen Dingen die große Gruppe der Monoterpene dazu, die eben dann das Immunsystem aufräumen, die schmerzlindernd wirken, die alte Programme sozusagen reparieren und umprogrammieren, sodass wir verjüngt und erneuert und revitalisiert werden durch diese ätherischen Öle. Und zwar wirklich in jeder Zelle. Ich habe mal ein paar Wirkstoffgruppen jetzt einfach mitgebracht, eigentlich nur drei, weil das die drei Wirkstoffgruppen sind, die am relevantesten sind, wenn es um die Baumöle geht. Und zwar ist die ganz, ganz große Gruppe, die wir in den Baumölen sehr, sehr häufig finden, die große Gruppe der Monoterpene. Die haben antivirale Wirkungen, die wirken desinfizierend, die reparieren und stimulieren unser Immunsystem, die lindern Schmerzen, und helfen uns sozusagen eben alte Programme loszulassen und neue Programme oder reparierte Programme zu implementieren, wenn man so übersetzt sagen möchte. Auf seelischer Ebene haben diese Monoterpene immer eigentlich eine stärkende, vitalisierende Wirkung und helfen uns besser zu konzentrieren, machen uns wach und geistig präsent. Die Sesquiterpene haben sehr, sehr stark antientzündliche Wirkung, habe ich gerade schon gesagt. Das ist quasi wie ein natürliches Cortison zu verstehen. Ob das jetzt rheumatische Entzündungen sind, ob das akute Entzündungen sind, die werden von diesen Wirkstoffen gelindert und gereinigt und beruhigt. Das wirkt abschwellend, die Rötung verschwindet. Das Brennen verschwindet, die Hitze verschwindet und dann kriegt man eben diese Entzündungen sehr schön systemisch, ganzheitlich beruhigt. Sesquiterpene haben auch eine hautregenerierende Wirkung, das heißt, eine Reepithelisierung findet statt, wenn es Wunden oder Verletzungen gegeben hat. Das gilt auch für die Schleimhäute übrigens, wo wir ja oftmals schwer hinkommen. Wenn wir da jetzt mit einer Salbe wundheilend arbeiten wollen würden, täten wir uns schwer. Aber über diese ätherischen Öle können wir eben systemisch sehr wohl epithelisierend auch auf die Schleimhäute arbeiten. Sesquiterpene sind auch stark antioxidativ, das heißt, sie helfen, freie Radikale einzufangen und schützen damit natürlich jede einzelne Zelle, verjüngen damit auch jede einzelne Zelle. Und auch die wirken bakterizid, also das heißt desinfizierend. Auf seelischer Ebene sind die meistens beruhigend und stabilisierend, wobei man eben das nicht so verstehen darf, dass das, wo Sesquiterpene drin sind, uns automatisch sofort müde macht, sondern das ist eine gesunde Sedierung, die einfach hilft, aus einer Überempfindlichkeit,
also über Energie sozusagen rauszukommen. Das ist nichts, was uns sofort ausnockt, wie jetzt ein Schlafmittel oder so, sondern das ist wirklich was, was gut regulierend wirkt. Zumal sie meistens ja immer in Verbund eigentlich kommen mit anderen. Also wir haben ganz oft Öle, wo sowohl Monoterpene als auch Sesquiterpene enthalten sind. Das heißt, wir haben was, was uns eigentlich stärkt und kräftigt, gleichzeitig mit etwas, was uns innerlich ruhig macht. Also eigentlich eine ideale Mischung seelisch. Ich habe die Ester noch rausgesucht als dritte Komponente. Die ätherischen Öle haben sehr, sehr viel mehr und die Chemie der Duftstoffe ist ein ausgesprochen komplexes Thema, mit dem ich uns jetzt heute Abend einfach nicht aufhalten will. Die Ester habe ich noch rausgesucht, weil sie in den Baumölen eben sehr, sehr viel enthalten sind auch. Die wirken antiphlogistisch, also antientzündlich. Sie wirken spasmolytisch, also krampflösend. Sie vertreiben Pilze, sie aktivieren den Lymphfluss. Sie haben auch eine immunmodulierende Wirkung und bakterizide Wirkung. Und wir haben auf seelischer Ebene mit diesen Estern vor allen Dingen eine Komponente, die besänftigend und stimmungsaufhellend ist und die angstlösend wirkt. Ja, also gerade so die großen Angstmittel enthalten eigentlich alle einen großen Anteil an Estern. Das einfach mal erklärt als, wie wirken Duftstoffe? Das, wie gesagt, ist ein sehr komplexes Thema, mit dem ich Sie gar nicht so sehr langweilen möchte heute Abend, sondern ich möchte einfach nur ein bisschen dafür sensibilisieren, was für ein riesengroßes Universum in einem so einem kleinen, winzigen, schimmernden Tropfen ätherischen Öl drin steckt und was das alles kann, weil ich das immer wieder faszinierend finde. Jetzt möchte ich mit Ihnen aber einsteigen in die Bäume, mit denen wir uns ja heute Abend beschäftigen wollen. Ich habe mir die Bilder, die ich mitgebracht habe, ausgeliehen heute beim Konrad Amber. Konrad Amber wird auch die Stimme der Bäume genannt. Vielleicht haben Sie Lust, bei ihm mal reinzugucken auf konradamber.at. Da gibt es tolle Geschichten, da gibt es tolle Interviews mit ihm, da gibt es eben ganz viele tolle Bilder und einen ganz tollen Zugang auch zu den Bäumen, den ich in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig finde. Ich finde, wir brauchen mehr Menschen, die Lust haben, Bäume zu umarmen, als Menschen, die Bäume fällen wollen. Das ist ganz wichtig für unseren Planeten, glaube ich. Der erste Baum, mit dem wir starten wollen, ist die Bergkiefer. Ein heimisches Gewächs, was eben vor allen Dingen in den Bergen, also in den Alpen auch viel zu Hause ist. Die Kiefer ist ein sehr, sehr anpassungsfähiger Baum. Die Bergkiefer ist die Latschenkiefer, also das ist quasi ein Synonym. Und das Öl ist das Latschenkieferöl, ist was, was wir auch traditionell schon ganz lange kennen, was wir in der Verwendung auch schon ganz lange kennen, als beispielsweise als Bestandteil des Franzbranntweins, also was, was ganz lange alt bewährt ist, was wir hier sozusagen als reines ätherisches Öl erhalten. Ich habe schon gesagt, die Kiefer ist ein Baum, der sehr, sehr anpassungsfähig ist an seine Umgebung. Je nachdem, was er für einen Boden zur Verfügung gestellt bekommt, bildet die Kiefer entweder eine Herzwurzel, das ist eine Wurzel, die relativ in die Tiefe geht, aber eben sich so ein bisschen auch zur Seite hin ausbreitet. Das macht dann so eine Herzform, wenn man es fotografieren würde oder aufzeichnen würde, deswegen heißt es Herzwurzel. Oder wenn jetzt der Boden recht fest ist und nicht so sehr sie nicht so sehr die Chance bekommt, in die Tiefe zu gehen, macht sie eine Flachwurzel, die sich also ganz weit in die Umgebung verzweigt und ganz weit verbindet mit dem Boden und damit natürlich auch den Boden sehr gut stabilisiert und vor Erdrutschen und solchen Dingen schützt am Berg. Es gibt ganz viele Sagen rund um die Kiefer. In der Kiefer oder im Kiefernwald lebt der Tatzelwurm, der Drache. Der Drache ist oder die Drachenkräfte, wenn man jetzt den Geomanten zuhört, sind wie zum Beispiel den Marco Bukacnik, den ich sehr schätze auch. Dann sind die Drachen die urweiblichen Kräfte in der Natur, die oftmals unterdrückt worden sind über einen langen Zeitraum. Wir brauchen diese urweiblichen Kräfte aber, weil sie das Feuer der Transformation liefern. Die Kiefer hat überhaupt sehr viel mit Feuer zu tun. Auch der Drache ist ja eben eine Feuerkraft. Es gibt viele Sagen auch rund um die Kiefer und den Phönix. Also es ist ein Baum, der seit jeher schon mit vielen Geschichten auch umwoben wird. Wir verwenden die Latschenkiefer traditionell eben auch schon ganz lange. Sie werden feststellen, dass die Indikationen der Bäume durchaus ähnlich sind, aber wir haben bei jedem Baum einen anderen Charakter, interessanterweise. Aber es gibt Indikationen, die sehr, sehr ähnlich sind und die wir bei allen Bäumen sozusagen finden.
Wir verwenden die Latschenkiefer bei Erkältungskrankheiten und Husten, also tatsächlich, um die Atmung zu unterstützen, die Atemwege zu unterstützen. Wir haben eine stark immunstimulierende Wirkung. Latschenkiefer enthält eben auch einen sehr großen Anteil an Monoterpenen, einen kleinen Anteil an Sesquiterpenen und noch einen kleinen Anteil an Estern. Große immunstimulierende Wirkung, große regulierende Wirkung, aber eben auch auf die Schleimhäute. Bakterienfeindliche Wirkung, das hilft uns bei Bronchitiden, bei Sinusitis, dann wenn wir so Fließschnupfen haben und die Atemwege beruhigen wollen, ist die Latschenkiefer eben eine ganz, ganz große Hilfe, die wir verwenden können. Äußerlich angewendet, ich habe schon gesagt, ist sie Bestandteil im Franzbranntwein, das heißt, sie ist ein Klassiker eigentlich bei Muskelschmerzen, bei Muskelkater, bei rheumatischen Beschwerden, bei körperlichen oder bei insgesamt bei Schmerzen am Bewegungsapparat, nennen wir es mal so. Als Einreibung, als Massageöl eignet sie sich ganz wunderbar. Die antientzündliche Wirkung, die sie liefert, erlaubt auch, dass wir Einreibungen machen bei Blasenentzündungen zum Beispiel. Bei Blasenentzündungen würde man also einen Tropfen Latschenkieferöl auf ein bisschen Mandelöl geben und das dann über dem Unterleib einreiben. Nicht auf die Schleimhäute auftragen, sondern wirklich auf dem Unterbauch auftragen. Das kann sehr, sehr schön beruhigend sein, weil die ätherischen Öle eben durch diese Monoterpene alle auch stark schmerzlindernd sind. Ja, das heißt, gerade wenn so krampfartige Schmerzen sind, ist die Latschenkiefer zum Beispiel eine Möglichkeit, bei einer Blasenentzündung sofortige Linderung zu schaffen. Auch bei Gicht, ja, Gicht ist ja auch eine rheumatische Erkrankung, ist eine akute Entzündung, kann man Einreibungen mit Latschenkiefern versuchen bei so einem akuten Gichtanfall. Man muss auch gar nicht unmittelbar auf das Gelenk auftragen, das ist ja meist sehr berührungsempfindlich in dem Moment, sondern man würde dann um das Gelenk drumherum auftragen. Das Tolle ist ja, dass der Körper das weiter transportiert, sodass wir nicht unbedingt immer direkt auf die verletzte oder entzündete Stelle auftragen müssen, sondern auch einfach drumherum her das Gewebe einreiben können und damit trotzdem den Locus dolendi, den Schmerzpunkt sozusagen erreichen. Es hat eine antivirale Wirkung. In der Erfahrungsheilkunde nimmt man seit Jahren auch bei Hautproblemen und Haarproblemen, auch zur Steigerung der Fruchtbarkeit ist es eingesetzt worden. Es wirkt leicht harntreibend. Das heißt, Latschenkieferöl ist auch was, was unsere Ausleitungsorgane in Schwung bringt. Wir haben eine ganz starke antioxidative Wirkung, also freie Radikale werden abgefangen, wenn wir uns mit Latschenkiefernöl einreiben oder auch, wenn wir es über die Duftlampe oder den Diffuser verteilen und einatmen. Und wir haben natürlich auf seelischer Ebene auch eine starke stärkende Wirkung. Es stärkt die Nerven, es entspannt, es macht motiviert. Einerseits bringt uns Kraft zurück und revitalisiert es uns und andererseits macht es eine seelische Entschleunigung. Will man eine Entsprechung finden, dann ist es die Entsprechung durchhalten in schweren Zeiten, weil dieser Bergbaum, der eben ganz weit oben am Berg wächst, uns hilft, wenn wir über den Berg drüber müssen, im bildlichen Sinne. Der uns hilft, sie gibt uns einfach die Kraft, herausfordernde Zeiten gut zu überwinden und schafft gleichzeitig auch einen klaren Gedanken. Insbesondere ist die Latschenkiefer ein Baum, der uns hilft, die Gedanken zu reinigen von verurteilenden Gedanken. Was ja ein Thema ist, was, glaube ich, heute präsenter ist denn je, dass man aufhört, ständig sich selbst und auch andere um sich herum zu verurteilen. Wenn wir da aus diesen Mustern rauskommen könnten und wertfrei andere Meinungen auch annehmen könnten, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen. Und da ist die Latschenkiefer eben ein Duft, der uns auf dieser Ebene anspricht und uns auf dieser Ebene in eine Entspannung bringt. Die Latschenkiefer gehört zu den Ölen, die wir jetzt bei Schwangeren zum Beispiel nicht so sehr verwenden sollten, auch nicht bei Säuglingen und Kleinkindern. Wenn wir bei Säuglingen und Kleinkindern mit ätherischen Ölen arbeiten, dann sowieso generell in der Mischung eben die maximal 0,5%ig ist, wenn nicht sogar unter 0,5%ig. Ja, also dann wirklich höchste Verdünnung. Und eben wichtig nochmal, wir müssen diese Öle nicht pur auf die Haut auftragen. Wir können die verdünnen und die wirken eben trotzdem systemisch und großartig, auch wenn es nur ein Tropfen ist. Genau.
Ich habe drei Kiefern mitgebracht, weil es eben jetzt drei verschiedene Kieferöle gibt bei Evolution. Das ist ein ganz tolles Angebot. Die zweite Kiefernart, die ich mitgebracht habe, ist die Zirbe, die Zirbelkiefer. Ein Baum, der tatsächlich auch mit ganz viel Zaubergeschichten umwoben ist, der bei uns im Alpenraum heimisch ist, eben in Deutschland, in den Schweizer Alpen, in den österreichischen Alpen. Ein Baum, der bis zu 1000 Jahre alt wird, weshalb er auch als Baum der Unsterblichkeit gilt im Volksmund. Wenn Sie sich die anschauen, die ist eben auch von Konrad Amber, die Fotografie, ist auf jeden Fall auch ein Baum, der schon viele 100 Jahre auf dem Buckel hat und ganz viele Geschichten erzählen könnte aus der Gegend, in der er steht. Das Zirbelkieferöl hat einen ganz, ganz speziellen Geruch, den man, finde ich, gleich in die Narbe hat, in der Nase hat, wenn man das Wort Zirbe hört. Ich finde, das macht schon so ein, das also für mich hat das schon so einen olfaktorischen Zusammenhang gleich, dass man irgendwie, man weiß sofort, wie das riecht. Das Spannende ist, dass eben diese speziellen Duftstoffe in der Zirbelkiefer sie fast vollständig resistent machen gegen Ungeziefer. Also die Zirbelkiefer kennt fast keinen Schädlingsbefall, weil eben diese ätherischen Öle, die in der Zirbe enthalten sind, uns vor oder den Baum vor Ungeziefer und vor Parasiten schützen, was wir uns natürlich zunutze machen können. Ja? Also das ist ein Öl, was eine ganz stark reinigende antiseptische Wirkung hat. Auch die Zirbe hilft uns bei Verspannungen und Muskelschmerzen, weil sie entkrampft, weil sie durchwärmt, weil sie durchblutet. Auch die Zirbe hilft uns bei der Atmung, weil sie schleimlösend ist bei Erkältungskrankheiten. Also wenn wir so einen zähen Husten haben, den wir nicht loswerden können, dann ist Zirbe in der Duftlampe einfach eine echte Erleichterung, weil das Abhusten erleichtert und damit auch die Atmung wieder frei macht. Es hat mit der Zirbe und mit Zirbenholz und mit Zirbenöl ganz viele Studien gegeben, auch zum Thema Schlaf. Sie fördert den Schlaf, sie fördert das gute Einschlafen, sie fördert den Tiefschlaf, sie senkt die Herzrate im Schlaf. Also wer in einem Zirbenbett schläft oder mit Zirbenduft im Raum schläft, dessen Herz muss weniger oft schlagen. Das ist natürlich langfristig gesehen, wie soll ich sagen, eine wunderbare Prophylaxe, weil es einfach den Herzmuskel weniger arbeiten lässt. Und wenn der weniger arbeiten muss, dann kann er länger arbeiten. Ja, also das heißt, das ist was, was die Langlebigkeit sehr, sehr fördert, was das gesunde Altern sehr, sehr fördert. Deswegen ist die Zirbe so ein beliebtes Holz fürs Schlafzimmer. Das kann tatsächlich nicht nur die Zirbe, aber bei der Zirbe ist eben sehr, sehr viel geforscht worden in diesem Zusammenhang und es gibt sehr, sehr viel wissenschaftliche Bestätigung. Sie macht auf jeden Fall was mit uns. Sie sorgt für Wohlbefinden. Sie entspannt uns sofort, wenn man diesen Duft einatmet. Gehen Sie mal in ein Zimmer rein, in dem ein Zirbenbett steht. Das merken Sie richtig, wie sofort irgendwie innerlich, wie Sie runterfahren. Sie bringt uns dazu, zur Stille zu kommen, mit uns in Ruhe zu sein und zur Ruhe zu finden. Die Zirbe ist ein Baum, der ganz stabilisierend wirkt und kräftigend wirkt, wenn die Energie komplett raus ist. Also dieser Satz, ich kann nicht mehr. Wenn einfach alles zu viel war, dann bringt die Zirbe die Kraft zurück. Sie bringt die Kraft zurück und bringt uns neue geistige Strukturierung, sodass wir wieder ins Wollen kommen können, wenn wir vorher kraftlos waren und dass wir das, was wir wollen, auch in den Ist-Zustand umsetzen können. Also vom Wollen zum Sein, das ist die Entsprechung eigentlich der Zirbe. Die Kiefernöle, und zwar alle Kiefernöle, haben einen großen Einfluss auch auf unsere Neurotransmitter, zum Beispiel Dopamin und Noradrenalin. Dadurch haben wir eine starke stimmungsaufhellende Wirkung, eine aktivierende Wirkung. Das heißt, Menschen, die depressiv und antriebslos sind und nicht von der Couch hochkommen, die profitieren sehr, wenn man den Raum mit Zirbe beduftet. Und ich finde das eine wunderbare Möglichkeit, weil man ja oft fragt, was kann ich denn für meine Lieben tun? Und manche sind dann keine guten Medikamenteneinnehmer und manche haben auch gar keine Lust, sich auseinanderzusetzen. Und oft kommt dann die Frage, was kann ich denn trotzdem auch für so jemanden tun? Und dann ist die Möglichkeit, über eine Raumbeduftung, über ein ätherisches Öl arbeiten zu können, doch großartig, weil ich da einfach die Dinge
zu demjenigen transportieren kann, der gerade selber nicht in der Lage ist, sie für sich selber aktiv zu holen. Wenn man sie äußerlich anwendet, ist die Zirbe eben auch stark schmerzlindernd. Das heißt, wir haben bei Gelenksentzündungen, bei Muskelzerrungen, bei Sehnenverletzungen eine große Wirkung, eine lindernde Wirkung auch durch das Zirbenöl, auch eben wieder in Verdünnung. Die Zirbe ist eines der Öle, die wir auch versuchen können bei Bluthochdruckpatienten, immer auch in einer niedrigen Dosierung und vorsichtig dosiert natürlich, aber die Zirbe, also manche von diesen Baumölen wirken eben so stark tonisierend, dass jemand, der einen Bluthochdruck hat, mit der Dosierung sehr stark aufpassen muss. Die Zirbe gehört da nicht dazu. Die können wir auch einem Bluthochdrückler geben, eben weil sie ja diese herzentlastende Wirkung hat. Generell muss man bei ätherischen Ölen aufpassen, dass man oxidierte Öle nicht auf die Haut auftragen kann. Oxidiert ist ein Öl dann, wenn Sie es schon ein Jahr zu Hause haben und immer wieder aufgemacht haben und immer wieder zugemacht haben und vielleicht mal vergessen haben, den Deckel richtig drauf zu machen, dann entwickelt sich oben an dem Ausguss, an dem Tröpfchen-Dosierer, bildet sich so ein bisschen so eine klebrige Schicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass ein Öl oxidiert ist. Das müssen Sie deshalb nicht verwerfen. Sie können das in der Duftlampe immer noch verwenden. Sie können das als Putzmittel immer noch verwenden. Die ätherischen Öle sind ja eben desinfizierend, bakterienfeindlich. Ja, in den anthroposophischen Kliniken wird nur über ätherische Öle desinfiziert und die kennen keinen resistenten Krankenhauskeim. Ja, also das heißt, man muss sowas nicht verwerfen, aber sowas tragen Sie bitte nicht mehr auf die Haut auf, weil das eben Hautreizungen macht. Und da ist die Warnung bei der Zirbe eben auch, dass vorsichtig, wenn das Öl oxidiert ist, macht es Hautreizungen. Das ist aber bei den meisten ätherischen Ölen so. Also auf die Haut auftragen, bitte nur das, was wirklich noch frisch ist und was nicht klebt. Ja, und die dritte Kiefernart ist eine, die sehr weit verbreitet ist, weil sie tatsächlich heute viel auch angebaut wird in den Forstwäldern, in der Forstwirtschaft, die aber eigentlich auch tatsächlich als Baum schon ganz lange bei uns zu Hause ist, halt nur nicht in dieser riesengroßen Menge, die Waldkiefer. Ich finde, wenn man dieses Foto sieht, dann riecht man es schon fast. Man riecht schon fast, wie dieser Kiefernwald riecht und wie diese kühle, frische Brise einen erfrischt. Geht es Ihnen nicht auch so? Mir geht das so, wenn ich solche Bilder angucke. Die Waldkiefer wird schon bei Galen verordnet und beschrieben zum Beispiel, und zwar zur Reinigung der Lunge. Also sie hat eine ganz stark reinigende Wirkung auf unsere Atemwege. Auch die Waldkiefer ist schleimlösend, sodass wir sie bei Bronchitis oder bei Sinusitis einsetzen können. Wir können sie verwenden bei Mantelentzündungen, zur Inhalation eben zum Beispiel, weil sie stark antientzündlich ist. Bei so einer Inhalation ist es so, dass Sie sich einen Topf mit heißem Wasser nehmen und da geben Sie einen oder zwei Tropfen drauf. Das reicht vollkommen aus. Und dann muss man einfach sich von der Temperatur herantasten und auch von der Intensität herantasten. Dann ist das eine wunderbare Unterstützung, auch bei viralen Atemwegserkrankungen, dass einfach dieser Virus gar nicht die Chance bekommt, abzusteigen, weil er durch diese antivirale, antientzündliche Wirkung von diesen ätherischen Ölen gleich im Beginn in der Einatmung abgefangen wird. Gleichzeitig wird der Riechnerv geschult, sodass also bestimmte Geruchs- und Geschmacksstörungen, die von manchen Viren verursacht werden, gar nicht zum Tragen kommen können. Wenn wir den Nervus olfactorius reizen mit diesen ätherischen Ölen, dann ist der in Arbeit und dann bleibt er auch präsent und dann fällt er auch nicht aus. Auch die Waldkäfer hat natürlich eine durchblutungsfördernde Wirkung, ist kreislaufanregend, unterstützt die Regeneration am Sport, sodass sie eine tolle Komponente auch ist für Muskelkateröle, für einen Saunaaufguss nach dem Sport zum Beispiel, für die Revitalisierung, damit einfach dieser Muskelkater auch sich gar nicht so sehr breit machen kann. Sie hat antibakterielle Wirkung, sie ist pilzfeindlich, sie ist allgemein desinfizierend. Die Waldkiefer hat eine starke reepithelisierende Wirkung, sodass man sie eben bei Ekzemen oder Furunkeln gut verwenden kann, weil sie stark wundheilend und antientzündlich wirkt. Die Waldkiefer hilft uns auch gegen Parasiten, also Läuse oder andere Hautparasiten können wir mit der Waldkiefer vertreiben und behandeln. Ist also ein Baum, der uns rundum eigentlich unterstützt an Haut und Schleimhaut. Sie wirkt auch hormonartig,
nämlich leicht kortisonähnlich. Auch das ist einerseits wieder antientzündlich und andererseits ist es so, dass Cortison ja unser Stresshormon ist. Und wenn wir uns so richtig verausgabt haben über einen längeren Zeitraum und so in diesem Zustand sind, wo wir uns so ausgebrannt fühlen, dann ist vielleicht inzwischen zu wenig Cortison in der Nebenniere vorhanden und wir kommen von der Couch nicht mehr hoch. Dann hilft uns die Waldkiefer eben, dieses Cortison zu ersetzen, die Nebenniere zu entlasten, damit sie wieder in Schwung kommen kann, damit wir von der Couch wieder hochkommen. Das heißt, wenn man das jetzt übersetzen möchte, auf ganz einfach gesagt, dann hilft uns die Waldkiefer, sowohl körperliche als auch seelische Herausforderungen besser zu bewältigen. Über diese hormonelle Komponente und natürlich auch, weil sie in der Seele eben diese Kräftigung vermittelt, weil sie ebenfalls stimmungsaufhellende Wirkung hat und antidepressiv wirkt. Außerdem wirkt sie antidiabetisch. Ja, also das heißt, sie hat auch eine Wirkung auf den Stoffwechsel. Auch das gehört zu den hormonellen Wirkungen der Waldkiefer. Und sie wirkt aktivierend auch auf die Fortpflanzungsdrüsen. So ein Kiefernzapfen ist im Altertum tatsächlich auch ein Symbol für Fruchtbarkeit gewesen. Auf seelischer Ebene vermittelt uns die Waldkiefer die Kraft der Transformation. Das ist also die Geschichte mit dem Phönix aus der Asche, die ja eben mit den Kiefern verbunden ist. Das ist die eigentlich typisch für die Waldkiefer, diese Kraft der Transformation, die sie uns bringt. Die Waldkiefer ist nun von der Ölzusammensetzung ein kleines bisschen anders als die anderen Kiefernöle. Die enthält auch ein paar Monoterpenole und Sesquiterpenole und Aldehyde, die positive Wirkungen haben. Allerdings müssen wir im Kopf haben, dass wir bei zu hohen Dosierungen von der Waldkiefer einerseits eben Hautreizungen oder auch Schleimhautreizungen befürchten müssen und andererseits auch Bronchospasmen auslösen können. Also das heißt eine Verkrampfung der Atemmuskulatur. Das gilt nicht, solange wir die Waldkiefer in physiologischer Dosierung einsetzen. Also wenn Sie dabei bleiben, wie ich es gesagt habe, dass wir mit einprozentigen Mischungen arbeiten, maximal auf der Haut, oder dass wir bei einer Inhalation eben ein oder zwei Tropfen verwenden, dann müssen wir uns davor überhaupt nicht fürchten. Nur wenn wir sie überdosieren würden. Und das würde ich ehrlich gesagt generell bei keinem ätherischen Öl raten, weil wir es nicht brauchen. Die können mit ein oder zwei Tropfen schon so viel. Das war jetzt die Gruppe der Kiefern. Der nächste Baum, den ich mitgebracht habe, ist die Fichte, die vielleicht ein kleines bisschen in Verruf geraten ist bei uns. Und wir kennen die einfach, weil sie als Holz auch in der Forstwirtschaft sehr beliebt ist, weil sie sehr schnell wächst, sehr anspruchslos ist und auch sehr gerade wächst. Das heißt, man kann da wunderbar Bretter für Möbel draus schneiden. Deswegen verwendet man die sehr gerne in der Forstwirtschaft. Und diese dadurch entstandenen Monokulturen, die sind natürlich total suboptimal, weil die Fichtennadeln, die dann auf den Baum fallen und dort viel zu langsam verrotten, den Boden sehr sauer machen, sodass dann nichts anderes mehr wachsen mag oder wenig anderes mehr wachsen mag. Und dann haben wir diese typischen Forstwirtschaftswälder, die eigentlich den Namen Wald gar nicht wirklich verdienen, wo die Bäume ganz weit in die Höhe gewachsen sind und man hat auf Augenhöhe eigentlich nur Stämme und nichts Grünes und das Grün ist erst ganz weit oben irgendwo. Das ist auch sowas, wo man gar nicht so die Chance hat, in Verbindung zu kommen. Ich finde so ursprüngliche Wälder, die so Mischwälder sind, da ist man viel mehr in Verbindung mit dem Wald, viel mehr umhüllt als jetzt in diesen Forsten. Das werden Sie sicherlich auch schon erlebt haben. Die Fichte selbst kann aber natürlich gar nichts dafür, dass man sie so missbraucht. Die Fichte selbst ist ein großartiger Baum mit einem ganz, ganz angenehmen Duft. Sie hat so was Zitrusartiges, Feines, Würziges, Erfrischendes tatsächlich. Und ist bei uns tatsächlich schon auch heimisch, aber eigentlich eher in höheren Lagen. Also die Fichte ist eine, die gut zurechtkommt, auch da, wo es ein bisschen unwirtlich wirkt und wo wenig Erde ist, wo unter der Erde schon bald der Stein kommt, weil die Fichte nämlich ein Flachwurzler ist. Die Fichte verteilt ihre Wurzeln ganz weit von sich selber weg, aber eben ganz flach oben in der Erde. Dadurch tut sie großartige Dienste, weil sie eben den Boden festigt, gerade so eben auch in Abhängen und im Gebirge. Und als Signatur kann man das so ein bisschen übersetzen, dass sie eben ein Baum ist, der sehr in Kommunikation geht, in Verbindung mit anderen geht, weil sie sich sehr weit nach außen sozusagen verteilt. Das Fichtenöl hat starke antivirale Wirkung, lindert Atemwegsbeschwerden, ist krampflösend bei Husten,
Ist aber insgesamt krampflösend, auch wenn man jetzt zum Beispiel bei Bauchschmerzen, Magenkrämpfe oder so hat, kann man mit Auflagen arbeiten oder mit Einreibungen arbeiten oder auch wieder bei Blasenentzündungen, wenn die so kolikartige Schmerzen machen, auch die kann man lindern über Fichtenöl zum Beispiel, indem man auf eine Mullbinde mit warmem Wasser einen Tropfen ätherisches Öl aufträgt und das auflegt auf den Unterbauch, bringt das sehr, sehr schöne Beruhigung rein. In der Volksheilkunde ist die Fichte oder das Fichtenöl auch etwas, was wir verwenden zur Förderung des Schlafes und zur Nervenstärkung. Sie hat sehr schöne, beruhigende, ausgleichende Eigenschaften. Alles, was mit Stress zu tun hat, reguliert sie und beruhigt sie. Sie hilft uns auch, die Atmung zu vertiefen. Was dann besonders hilfreich ist, wenn man im Stress Atembeschwerden entwickelt. Also Asthmatiker sogar, die so aber nicht allergisch asthmatisch sind, sondern die tatsächlich aufgrund von Stress asthmatisch reagieren, weil sie nicht mehr richtig tief einatmen. Dann atmen sie auch nicht mehr richtig tief aus und dann kommt es zu so Atemwegskrämpfen. Da ist die Fichte eine ganz große Hilfe, weil sie die Atmung vertieft, weil sie die Atmung entspannt. Sie ist gleichzeitig schweißtreibend, fiebersenkend, wurmfeindlich. Man hat sie in der Volksheilkunde auch als Fichtennadeltee zum Beispiel angewendet bei Krampfadern. Das heißt, man könnte jetzt auch mit so einem Öl, das man auf Mandelöl gibt, Einreibungen machen bei Krampfadern zur Tonisierung des Bindegewebes. Also ein Polycrest, was wirklich sehr, sehr viele Wirkungen mit sich bringt. Sie hilft uns auf seelischer Ebene, die innere Stimme wieder besser zu hören, den Kopf und das Herz gut miteinander zu verbinden, sodass wir gut in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Sie ist ein Baum, der hilft, Blockaden und alte Strukturen in uns aufzulösen und das Vertrauen wieder zurückzubringen, weil der Geruch von Fichte uns ganz viel Schutz und Geborgenheit vermittelt. Diese Verbundenheit, das Gefühl von Heimat, das ist das, was in dem Fichtenduft drinsteckt. Der Renato Strassmann hat es so beschrieben, dass er gesagt hat, die Fichte möchte dem körperlichen Wesen die Erde als Heimat vermitteln. Also das ist ein Baum, der sehr stark auch eine Erdung hervorbringt sozusagen, der uns sehr hilft, wieder in Kontakt zu kommen mit dem Boden, mit der Erde, mit den Füßen fest anzuhaften. Ja. Und das ist immer die Unterscheidungsübung, gell, in der Schule. Das ist die Tanne, ist sozusagen der zweite Baum. Wenn wir an Nadeln denken, an Nadelbäume denken, Tanne und Fichte, wie war das gleich? Die Fichte sticht die Tanne nicht und wie halte ich sie jetzt auseinander? Im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach, wenn man sich es einmal gemerkt hat. Die Geschichte mit den Zapfen ist so eine Sache. Die Zapfen der Tanne, die wachsen nach oben. Das sind ganz starke Aufrichtekräfte, die wir daraus schon mal schließen können. Die Zapfen der Fichte, die hängen. Das ist aber meistens das, was wir nicht sehen, weil die ja relativ weit oben sind, wenn sie noch am Baum sind. Wir sehen die Zapfen erst, wenn sie am Boden sind. Und das, was wir am Boden liegen sehen, sind ausschließlich Fichtenzapfen, weil Tannenzapfen nämlich nicht auf den Boden fallen. Tannenzapfen lösen sich auf am Baum und setzen den Samen im Wind und in der Oberfläche sozusagen frei. Das heißt, Tannenzapfen können wir gar nicht sammeln. Wir können Fichtenzapfen sammeln, wir können Kiefernzapfen sammeln, aber Tannenzapfen finden wir am Boden nicht. Da finden wir noch diese einzelnen Blättchen, die da rausgefallen sind, aber den kompletten Tannenzapfen werden wir normalerweise nicht finden. Das, was wir verwenden oder das, was wir bei uns zu Hause kennen, ist die Weißtanne. Auch das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Die Weißtanne hat eben so ein bisschen einen weißlicheren Schimmer auch an der Rinde. Und die Fichte heißt bei uns auch Rotfichte. Das heißt, die ist eher rötlich im Schimmer, sodass man es im Wald eigentlich auch daran ganz gut erkennen kann, welcher Baum ist. Und man kann es eben am Geruch auch sehr schön erkennen. Die Fichte hat diesen zitrusartigen, erfrischenden Geruch. Und Tanne ist das, was wir in der Nase haben. Da denken wir sofort an Weihnachten. Das ist der Weihnachtsbaum, so wie wir ihn klassischerweise zu Hause stehen haben. So riecht die Weißtanne. Die Weißtanne ist ein Tiefwurzler. Das heißt, die Wurzel geht ganz geradlinig, ganz weit nach unten in die Erde, wenn sie irgendwie die Chance dazu kriegt. Wenn wir das jetzt mal in Verbindung nehmen, der aufrechtstehende Zapfen, der sich nach oben in den Himmel verteilt und diese Wurzel, die ganz tief in die Erde geht, dann ist die Tanne eigentlich
derjenige Baum, der am stärksten diese Polarität zwischen oben und unten in uns herstellen kann. Also wenn wir eine gute Erdung haben wollen und gleichzeitig eine gute Anbindung nach oben haben wollen, dann ist die Tanne unsere Freundin. Die hilft uns genau, diese Verbindung zu vermitteln. Sie hat entzündungshemmende Wirkung, antiseptische Wirkung. Sie hat eine ganz stark reinigende Wirkung auch auf die Luft. Sie aktiviert die Sauerstoffaufnahme in der Lunge. Sie hilft also, den Sauerstoff noch besser zu transportieren. Deswegen sind wir so aufgeatmet und erfrischt, wenn wir durch den Nadelwald gehen. Wir können sie einsetzen bei Schüttelfrost und Fieber, wissen wir aus der Volksmedizin. Gelenkentzündungen, Rheuma, alle diese Dinge können wir mit der Weißtanne unterstützen. Eine ganz starke schmerzlindernde Wirkung, eine ganz stark schleimlösende Wirkung. Auch als Sitzbäder zum Beispiel bei Blasenentzündungen kann man versuchen. Aber das, was sozusagen ihren Charakter ausmacht, was sie besonders macht und sie sozusagen anders macht als jetzt die Kiefer oder die Fichte, ist diese aufrichtende Kraft. Diese starke Aufstellung, der Duft richtet den Menschen auf. Das hat man schon im Mittelalter gesagt. Deshalb ist die Weißtanne das Mittel gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Wenn wir vom Winter so ein bisschen in uns zusammengefallen sind, in uns eingesackt sind und wir eine Aufrichtung brauchen, damit wir wieder fit sind, damit wir wieder geistesklar sein können, uns wieder konzentrieren können, dann ist die Weißtanne das, was uns aufrichtet. Sie wirkt Mutlosigkeit entgegen. Es gibt dieses Weihnachtslied O Tannenbaum, wo jeder immer die erste Strophe kennt und keiner die zweite weiß, die uns aber eigentlich genau diese Dinge sagt. Die zweite Strophe sagt nämlich, dein Kleid will mich was lehren, die Hoffnung und Beständigkeit gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit. Also das ist ein Baum, der ganz viel mit Mut und Kraft zu tun hat, ganz viel damit zu tun hat, dass wir wieder durchstarten können. Sie hat eine stark strukturierende Wirkung auf die Seele, deswegen eben diese Konzentrationsförderung. Und deswegen ist sie auch ein Baum, der uns hilft, wenn wir den Frühjahrsputz jetzt starten wollen. Ja, einerseits aktiviert sie die Frühjahrskräfte in uns, andererseits macht sie uns innerlich strukturiert. Und wenn wir innerlich gut strukturiert sind, können wir auch im Außen gut strukturieren. Also wenn Sie vorhaben, Frühjahrsputz zu starten oder alte Dinge aus Ihren Schränken auszumisten, dann geben Sie ein kleines bisschen Tannenöl in die Duftlampe hinein und schon geht es fast wie von selbst. Der nächste Baum, den ich noch mitgebracht habe, ist die Lärche. Ist ein bisschen ein besonderer Nadelbaum. Wie man schon sieht, hier wieder ein Bild vom Konrad Amba, wieder von einer sehr, sehr alten Lärche, ist wohl eine der Urlärchen, die er da fotografiert hat. Sie ist deshalb besonders, weil sie der einzige Nadelbaum ist, der seine Nadeln abschmeißt. Wie ein Laubbaum verändert sie im Herbst ihre Farbe. Wir sehen es hier schon so ein bisschen an dem Bild, das ist schon der Übergang. Das ist schon nicht mehr dieses Lindgrün, was sie sonst hat, sondern das geht schon ins Gelblich, das ist schon ein Herbstfoto. Und dann schmeißt sie sie ab und ist im Winter ganz kahl, um dann im Frühling eben wieder diese neuen Nadeln zu entwickeln. Ist auch eine Signatur, die uns schon was über ihren Charakter sagt. Ich komme nachher gleich noch drauf. Dazu kommt, dass das Lärchenholz das langlebigste ist. Man macht bei uns am Land zum Beispiel Zaunstecken an Stellen, wo es wirklich lang halten muss, wo man nicht gut hinkommt im Gebirge, aus Lärchenholz am besten, weil das am wenigsten schnell fault. Also so ein Lärchenholzstecken, der bleibt über viele Jahrzehnte in der Erde, ohne dass er faul wird. Der sieht, wenn man den dann rauszieht, immer noch aus wie neu. Also ein Holz, was irrsinnig langlebig ist, was irrsinnig lange hält. Die Lärche ist erwärmend und durchblutungsfördernd. Wir kennen die Lärchpechsalbe, auf die ich nachher auch gleich noch komme, die für allerlei Dinge gut ist, die deshalb so gut wirkt, weil eben sehr viele ätherische Öle auch in diesem Harz natürlich enthalten sind, in dem Pech enthalten sind. Das Lärchenöl kann man auch verwenden eben bei Beschwerden nach Überlastung. Also wenn man zum Beispiel bei der Wanderung ein bisschen zu viel Gas gegeben hat oder der Berg doch zu hoch war und man sich so ein bisschen überzogen hat, dann kann man eben mit einer Lärchenöleinreibung die Lebenskräfte wieder zurückbringen und etwaige Muskel- oder Nervenschmerzen lindern. Nervenschmerzen auch bei Zosterneuralgien zum Beispiel oder bei Ischialgien, also wenn das im unteren Lendenwirbelbereich sich ein Nerv eingeklemmt hat, kann man mit Lärchenöl ganz wunderbar einreiben. Die Lärche hat was ganz Inspirierendes, vermittelt Impulse der Schöpfung und vermittelt uns Inspiration, weil sie eben, das macht sie uns ja vor, hilft,
alte Kleider abzulegen. Also sie legt einfach im Herbst ihre Kleidung komplett ab und macht alles nochmal neu. Und das hilft sie uns sozusagen auch seelisch zu übertragen. Also was wir an blockierenden Gefühlen mit uns rumtragen, an denen wir uns schon zu lange festgehalten haben, das hilft sie uns loslassen. Und dann können wir wieder schöpferisch und kreativ in neue Ideen und in neue Kleider sozusagen starten. Die Lerche hat einen ganz, ganz großen Bezug zur Sonne, ist ein Sonnenbaum, sagt man auch. Das heißt, sie hat also auch eine ganz große aufheiternde, harmonisierende Kraft in sich. Und sie ist ein Baum, der sehr stark das Selbstvertrauen steigert und die Selbstentfaltung fördert, eben dadurch, dass die Kreativität, die Inspiration gefördert wird und das Selbstvertrauen gestärkt wird, kommen wir damit mit der Hilfe des Lerchenöls sehr schön auch in die Selbstentfaltung. Lerchenöl ist ein sehr gutes Mittel bei Prüfungsängsten oder auch bei Mobbing. Lerchenöl ist auch dann ein gutes Mittel, wenn wir Neubeginn wagen müssen, also nach Trennungen oder Scheidungen oder nach einem Jobwechsel oder nach einem Umzug, wenn also Dinge neu losgehen müssen, dann ist die Lerche eine, die uns da den Rücken stärkt. Die Lerche ist auch ein Schutzholz. Es gibt zum Beispiel die Tradition, dass man Kindern ein Stück Lerchenholz um den Hals hängt, um sie vor einem bösen Blick oder vor bösen Geistern zu schützen. Das Lerchenöl macht das auch und hilft uns sozusagen, eine Schutzaura um uns zu erzeugen, was ein ganz toller Trick ist für Hochsensible. Das kann man sich in die Handtasche geben oder auch auf ein Schmuckstück tropfen oder auf einen Schal tropfen. Und damit habe ich so ein bisschen einfach eine Schutzatmosphäre um mich herum, die mich sozusagen bereinigt von der Energie der anderen. Sie wirkt harmonisierend auf den Hormonhaushalt und sie ist, oder das Öl der Lerche gehört zu den sanftesten. Die Lerche ist ja auch der Venus zugeordnet. Für diejenigen, die sich damit beschäftigen, gehört zu den sanftesten, entspannendsten unter den Nadelbäumen. Nichtsdestotrotz sollte man sie auch nicht pur auf die Haut auftragen, sondern immer verdünnt, weil man eben auch mit einem Lerchenöl unter Umständen eine Hautreizung und Blasenbildung verursachen kann, wenn es pur in zu hoher Dosierung aufgetragen wird. Ja, und das Letzte ist auch so ein bisschen ein Spezialbaum, möchte ich sagen, ist der Wacholder. Der Wacholder, den wir auch als Strauch kennen im Gebirge, der also gar nicht unbedingt in die Höhe groß wächst, der sich mehr so ausbreitet und der mit ganz vielen Sagen auch verbunden ist. Wacholder ist der Ort, wo die Zwerge wohnen. Deswegen darf man den auch nicht einfach ernten. Man darf da nicht einfach hingehen und irgendwo wild Wacholder schneiden. Erst abgesehen davon, dass er unter Schutz steht, ist es auch so, dass man befürchten muss, dass die Zwerge sich rächen, wenn man ihnen ihren Wacholder wegschneidet. Und wenn die Zwerge sich rächen, dann fehlt nachher der Autoschlüssel. Wenn sie von der Wanderung zurückkommen, haben sich die Zwerge den geholt. Und das ist dann ziemlich blöd, wenn der Schlüssel irgendwo auf dem Berg im Wacholder liegt und sie unten am Auto stehen. Unangenehm. Also dem Wacholder immer mit dem größten Respekt begegnen. Als Heilmittel ist er tatsächlich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit bewährt und auch gelobt. Also schon in ganz alter Zeit ist er verwendet worden für alle möglichen Dinge oder gegen alle möglichen Dinge. Und in der Pestzeit ist er richtig berühmt geworden. Da gab es sozusagen dieses Gedicht, das sollen angeblich die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben. Sie sollen gesungen haben, esst Kranawit und Bibernell, dann sterbt ihr nicht so schnell. An der Pest war gemeint. Kranawit ist der Wacholder und Bibernell eben die Bibernelle, die offensichtlich antivirale Wirkungen haben. Vom Wacholder wissen wir, dass er stark antiseptisch und antiviral ist. Deswegen wird er tatsächlich auch verwendet zur Reinigung. Man kann den Wacholder theoretisch ja auch räuchern, macht man mit als Schutzräucherung zum Beispiel oder zur Reinigung des Raumes oder eben aber auch zur Desinfektion, wenn Kranke im Raum sind. Was Sie mit der Räucherung machen, können Sie mit dem ätherischen Öl genauso machen, was heutzutage oftmals einfacher ist, weil ja in jedem Krankenhaus oder in jedem Krankenzimmer meistens Rauchmelder angebracht sind. Und da können Sie nicht einfach so schnell eine Kohle entfalten. Er hat eine starke aktivierende Wirkung auf den Stoffwechsel. Das ist ein bisschen eine Spezialität vom Wacholder. Das heißt, der Wacholder wird auch gerne verwendet, unterstützend bei Zellulite zum Beispiel zur Einreibung und auch zur Gewichtsreduktion. Er hat eine stark harntreibende und entwässernde Wirkung. Also das heißt, auch hier kriegen wir Ödeme aus dem Gewebe zum Beispiel raus,
Das ist auch hormonell nicht uninteressant, wenn Frauen im Rahmen des Zyklus, in der zweiten Zyklushälfte immer so ein bisschen aufgeschwemmt sind, kann man sich damit behelfen, dass man jetzt eben zum Beispiel mit Wacholderöl einreibt. Auch hier wieder natürlich nicht pur, sondern bitte das Wacholderöl verdünnen zum Auftragen auf ein schönes. Man kann auch ein Johanniskrautöl zum Beispiel nehmen oder ein Ringelblumenöl nehmen und da noch einen Tropfen Wacholder drauf. Dann hat man schon eine hautpflegende Wirkung und dann dazu die Wirkung von diesem Wacholderöl dazu, die dann entwässernd wirkt und uns sozusagen im Stoffwechsel ein bisschen in Schwung bringt. Auch auf seelischer Ebene hilft der Wacholder, Dinge loszulassen, Übergänge zu meistern. Und verankert gleichzeitig im Jetzt. Der Wacholder hat ja auch eine ganz starke Beziehung zu den Ahnen eigentlich. Das heißt, das ist ein Baum auch, der mit Übergängen zu tun hat und der uns dann eben hilft, wenn wir mit Übergängen gut zurechtkommen müssen. Aber er bringt uns ganz ins Jetzt, ganz in den aktuellen Moment, ist wieder so ein, auch so ein bisschen so ein Erdungsprozess, den die meisten Baumöle tatsächlich auch haben. In der Volksheilkunde verwendet man ihn, um Gicht zu behandeln, erstens mal, weil er schmerzlindernd wirkt und zweitens mal, weil Wacholder auch die Ausscheidung von Säuren begünstigt. Oxalsäure wird ausgeschieden, Harnsäure wird ausgeschieden, eben über diese harntreibende, entwässernde Wirkung werden auch vermehrt Säuren rausgeputzt. Man hat ihn verwendet auch bei Zahnschmerzen, man hat ihn verwendet zur Unterstützung bei Hämorrhoiden und Varizen, also er hat auch eine Wirkung aufs Bindegewebe. Da könnte man zum Beispiel dann mit Auflagen arbeiten im unteren Lendenwirbelbereich, das ist die Reflexzone, das reicht vollkommen aus, wenn Sie dort eine Auflage machen mit einer Mullbinde, mit warmem Wasser drauf, 1 bis maximal 2 Tropfen Wacholderöl drauf als Auflage auf den unteren Rücken geben. Das ist die Reflexzone eben, wenn wir Hämorrhoiden oder Varizen behandeln wollen. Ist auch ein Öl, was in der Schwangerschaft nichts verloren hat. Innerlich einnehmen tun wir Öle sowieso nicht, ohne ärztliche oder therapeutische Aufforderung dürfte man beim Wacholder eben auch nicht. Auch bei Kindern würde man das jetzt eher mit weniger als 0,5% anwenden, wenn überhaupt. Ich finde ehrlich gesagt, dass der Wacholder nicht unbedingt ein Kinderöl ist. Ja, da würde ich dann eher auf die Lerche zurückgreifen. Den Wacholder finde ich für Erwachsene, für die fortgeschrittenen Transformationsprozesse eigentlich interessanter. Wacholder hat auch als Spezialität eine sehr stark aktivierende Wirkung auf die Bauchspeicheldrüse, sowohl was den endokrinen, also den hormonellen Anteil angeht, sprich den Stoffwechsel. Das heißt, wir können bei diabetischer Stoffwechsellage zum Beispiel auch unterstützend arbeiten mit Beduftung über Wacholderöl oder mit Baucheinreibungen mit Wacholderöl, als auch die exokrine Funktion der Bauchspeicheldrüse ist ja sozusagen die Produktion des Bauchspeichels, sodass wir Nahrungsmittel besser vertragen und dass wir unsere Nahrung besser verwerten können. Wenn die Bauchspeicheldrüse faul geworden ist, dann gibt es häufig Blähungen oder klebrige Stühle oder auch so ein generelles Unwohlsein nach dem Essen. Da kann uns der Wacholder behilflich sein, eben auch diese Funktion der Bauchspeicheldrüse anzuregen. Er ist emmenagog, das heißt, wenn die Regel mal stockt und dann besonders starke Krämpfe sind, bis die Blutung endlich eintritt, kann man auch hier mit dem Wacholderöl Einreibungen machen. Wacholderöl hat auch wieder eine stark durchwärmende, stark durchblutende Eigenschaft. Das heißt, es bringt einfach auch Wärme in den Unterleib, Schwung sozusagen auch in den Unterleib. Und wir setzen ihn ein bei Gedächtnisschwäche. Also das heißt, wenn Sie gerade einen Lernmarathon vor sich haben, dann ein bisschen Wacholderöl in die Duftlampe. Bei geistiger Schwäche wird er eingesetzt, bei Angst wird er eingesetzt und auch bei Stress und Unruhe hilft uns der Wacholder eben, wieder ganz ins Jetzt zurückzukommen, ganz im Moment zu sein. Das waren jetzt die 7 Öle, die Sie bei Evolution bekommen können. Es gibt ätherische Öle natürlich an vielen Stellen. Es ist so, dass Sie bei ätherischen Ölen auf die Qualität auch achten sollten. Also die Frage ist immer, ist es ein 100%ig ätherisches Öl? Die muss beantwortet sein oder es sind womöglich irgendwelche Duftstoffe drin. Diese Duftstoffe, die im künstlichen, in Parfümölen enthalten sind, sind diejenigen, die uns unsere Rezeptoren wieder blockieren. Das ist das, was wir eigentlich rausputzen wollen, wo uns das ätherische Öl dabei hilft. Also das heißt, da sollte man darauf achten, dass man wirklich ein 100%iges, naturreines ätherisches Öl bekommt. Und der Vorteil bei den Evolution-Produkten ist auch, dass die wirklich aus der Umgebung gewonnen sind. Also wir haben Lieferanten aus Südtirol, aus Oberösterreich. Das sind also durchaus regionale Produkte mit einer sehr, sehr guten Qualität und nicht aus irgendwelchen Großindustrien gewonnen und mit Verunreinigungen bedacht.
Die gibt es auch als Paket sozusagen, wenn Sie sagen, ich will die jetzt alle 7 ausprobieren, schnuppern Sie sich durch und gucken Sie, welches in welcher Situation das beste Öl ist. Sie haben alle wunderbare Eigenschaften und sie sind, helfen uns alle in Situationen, in denen wir alle manchmal stecken, sodass man immer für die jeweilige Situation sich da das richtige Öl sozusagen raussuchen kann. Als Ergänzung gibt es Salben noch, die mit Bäumen auch zu tun haben. Wir haben also die Zirbe, über die Zirbe haben wir schon gesprochen, die wir hier auch in einer Creme eingearbeitet haben. Eine sehr, sehr schöne Komponente, die schön durchwärmend ist, schön auch entkrampfend wirkt. Kann man schön als Muskeleinreibungen verwenden. Kann man auch auf Gelenke zum Beispiel auftragen, die schmerzen. Mit einem sehr, sehr angenehmen Duft. Einer sehr angenehmen Konsistenz. Ich hatte die Lerchpechsalbe vorhin schon mal angedeutet. Lerchpechsalbe ist was, was bei mir im Haushalt niemals ausgeht. Ich habe überall Lerchpechsalbe stehen, in jedem Zimmerchen steht eine, bei uns am Stall steht eine, bei den Schafen und beim Pferd steht auch eine. Die Lerchpechsalbe können Sie verwenden als Wund-, Heil-, Zug- und Schmerzsalbe. Also alles, wo was wehtut, wird Lerchpech draufgeschmiert. Alles, was verletzt ist, frisch verletzt ist und zuheilen soll. Alles, was eitrig und entzündet ist, kann mit Lerchpech eingerieben werden. Und eben Wund-, Heil-, Pech- und Zugsalbe. Genau, alles, was irgendwie unspezifisch ist. Sie ist pilzfeindlich, sie ist antiviral, sie ist antiseptisch. Also sie ist wirklich was, was reinigt. Und wenn man so gar nicht weiß, was soll ich tun als Erste-Hilfemittel, kommt im Zweifelsfalle einfach mal Lerchpech drauf. Das hat sich über viele, viele Jahrhunderte in vielen Gegenden bewährt. Das ist heute immer noch genauso aktuell. Und die Mistelcreme ist ein bisschen was Besonderes. Die hat auch was natürlich mit den Bäumen zu tun, weil die Mistel ja die eine Pflanze ist, die den Boden niemals berührt, weil sie eben im Wipfel der Bäume wächst. Die Mistelcreme ist eine Creme, die wir verwenden können zur Stabilisierung von Herz-Kreislauf. Die Mistel hat was zu tun mit dem langen Leben zum Beispiel. Die Mistel hat was zu tun mit dem Blutdruck. Sie senkt den Blutdruck, sie kräftigt das Herz, sie revitalisiert das Herz. Das ist also was, was sehr angenehm aufzutragen ist, was einfach eine schöne, beruhigende Wirkung auch macht. Mistel ist auch die Pflanze schlechthin für den Burnout-Patienten. Also wenn wir Stress haben und das Gefühl haben, im Stress schießt uns der Blutdruck irgendwo in fernere Höhen, dann hilft uns eben die Mistel da, wenn wir uns einreiben, wieder runterzukommen, wieder bei uns selbst anzukommen, wieder zur Ruhe zu kommen. Alles in Bioqualität, alles ohne Parabene oder sonstige Parfümstoffe oder Zusatzstoffe. Also wirklich sehr, sehr schöne Cremes in dem Fall, die ich mit gutem Gewissen empfehlen kann und wo wir nicht Angst haben müssen, dass Komponenten enthalten sind, die uns dann wieder irgendwelche Rezeptoren blockieren, die wir dann wieder freiputzen müssen. So, damit bin ich durch meinen Vortrag durch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie nicht genug bekommen von mir, dann haben Sie hier nochmal Kontaktdaten und Informationen von mir und können Dinge nachlesen. Ansonsten freue ich mich jetzt gleich, mit Ihnen im Chat nochmal in Kontakt zu kommen und Ihre Fragen zu beantworten. Und da gucke ich jetzt einfach mal rein, was bis hierhin aufgelaufen ist. Vielen Dank schon mal bis hierhin fürs Zuhören und schon mal vielen Dank, dass Sie durchgehalten haben. Und ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Feierabend und freue mich jetzt aber, noch mit Ihnen in den Austausch zu kommen. So. Hier ist die Frage mit Pollenallergien. Ich habe heuer Pollenallergien, mehr Probleme als sonst. Die Schleimhäute und Nase und Bronchien sind zu. Es gibt einen Etagenwechsel. Das heißt also, dass von ehemals Heuschnupfen jetzt das Gefühl ist, dass auch die Atmung belegt ist. Welche Baumöle helfen dabei besonders? Ist eine Anwendung über die Haut besser als über den Diffuser? Tatsächlich würde ich da denken an die Tanne, die den Sauerstoff transportiert zum Beispiel. Man könnte auch über die Kiefernöle arbeiten. Im Prinzip kommen alle Öle in Frage. Aber ich wäre vor allen Dingen eben bei dem Sauerstofftransport und bei der Reinigung der Luft, die wir gehört haben. Ich würde in dem Fall tatsächlich über den Diffuser arbeiten, weil wir wollen ja in einem allergischen Prozess nicht zusätzliche Reize schaffen. Also wenn Sie gerade schon in der Allergiephase drin sind, finde ich es dann besser, nicht über die Haut zu arbeiten, sondern tatsächlich über den Aromadiffuser oder eine Aromalampe zu arbeiten oder gegebenenfalls auch mal Inhalationen zu versuchen.
Es gibt ganz, ganz tolle Erfahrungen auch mit den ätherischen Ölen bis hin zu Asthma-Behandlung, auch mit einer oralen Einnahme. Das ist jedoch was, wo ich Ihnen raten würde, sich von einem Therapeuten beraten zu lassen, der sich damit auskennt. Das würde ich nicht im Selbstversuch probieren, weil man da wirklich ein paar Dinge beachten muss. Aber Sie können auch einfach erstmal über diese Baumöle, über den Aromadiffuser versuchen, ob das eine Linderung macht. Das ist sehr, sehr häufig sehr hilfreich. Und ich habe es eben selbst schon erlebt, auch bei Patienten, dass selbst im akuten Asthmaanfall über Aromaöle der Prozess gestoppt werden konnte. Die nächste Frage ist, glaube ich, ähnlich. Können Sie bitte auch etwas empfehlen bezüglich Frühjahrsallergien? Das habe ich gerade, glaube ich, beantwortet. Und das zweite ist Arthrose und Arthritis und die Heilmittel aus dem Wald dazu. Arthrose, Arthritis sind Gelenkbeschwerden, Gelenkentzündungen. Das heißt, im Prinzip alle sieben Öle, die Sie jetzt gerade gehört haben, helfen Ihnen auch bei Arthrose und Arthritis. Ja, also da helfen uns wirklich alle Baumöle, eben weil alle diese Baumöle besonders viele Monoterpene enthalten. Und diese Monoterpene wirken sehr stark, Monoterpene in Kombination mit Sesquiterpenen, die eben stark antiphlogistisch und stark schmerzlindernd wirken. Ja, also wir haben eine direkte Wirkung, wirklich in dem Fall würde ich dann auftragen aufs Gelenk, eben am besten auf Mandelöl oder Macadamianusöl, das geht besonders in die Tiefe des Macadamianusöl. Ein paar Tropfen von dem jeweiligen ätherischen Öl, was Ihnen jetzt auch charakterlich gut entspricht. Ich finde immer, dass es gut ist, wenn man so ein bisschen nach der Intuition auch geht und nach dem Gefühl auch geht. Also antientzündlich auf die Gelenke wirken sie alle. Je nachdem, in welcher Situation Sie sich seelisch befinden, welcher Baum Sie jetzt am meisten angesprochen hat, würde ich eben mit diesem Baum arbeiten. So würde ich damit umgehen. Dann haben Sie die seelische Anwendung sozusagen auch gleich mit dazu. Und dann einfach das Gelenk wirklich regelmäßig damit einreiben, beziehungsweise vielleicht sogar Umschläge machen. Das heißt, auf eine heiße Mullbinde das Öl auftragen und dann die eine halbe Stunde auf dem Gelenk aufliegen lassen, damit es richtig in die Tiefe geht. Ja? Wenn das Gelenk ganz akut entzündet ist, dann würde ich den Umschlag nicht zu heiß machen, sondern dann wirklich eher körperwarm machen, dann eher den kühlenden Effekt von so einem Umschlag nutzen, aber trotzdem auch mit dem ätherischen Öl, das dann in die Tiefe gehen kann. Genau, dann war noch die Frage, wie wird das Wacholderöl für die Gewichtsreduktion eingesetzt? Das kann man begleitend einsetzen eben, also brauchen wir uns überhaupt keine Illusionen machen, wenn wir weiter Kuchen und Burger futtern und uns nicht bewegen und Wacholderöl in die Duftlampe tropfen, dann wird das nicht viel Effekt haben. Ja, also Wacholderöl können wir begleitend verwenden für die Gewichtsreduktion, indem wir es tatsächlich in der Raumbeduftung verwenden. Wir nehmen die Inhaltsstoffe ja auf. Das hilft uns, den Stoffwechsel schon zu aktivieren, aber man nimmt normalerweise tatsächlich das Wacholderöl dann auch für Einreibungen her. Da ist es wirklich ganz, ganz wichtig. Wacholderöl gehört schon zu denen, die relativ bald oxidieren. Relativ bald heißt innerhalb, also ein Jahr lang können Sie es normalerweise immer problemlos verwenden. Aber wenn es älter ist als ein Jahr, dann einfach immer ein bisschen aufpassen. Das kommt auch immer darauf an, wie häufig man ein Öl auf und wieder zumacht. Und es kommt auch darauf an, wie viel noch in der Flasche drin ist. Ganz gefährlich ist es, wenn nur noch so ein kleiner Rest in der Flasche drin ist und das Öl schon recht alt geworden ist. Dann oxidiert es relativ schnell. Solange die Flasche noch voll ist, schützt sich das Öl so ein kleines bisschen selbst und es ist weniger Sauerstoff in der Flasche. Also beim Wacholderöl, das ist eben eines von denen, die eher rascher oxidieren. Da muss man eben wirklich gucken, dass man ein frisches verwendet, weil das sonst Hautreizungen macht. Und zu unangenehmen Reaktionen führen kann. Aber wenn man ein frisches hat, dann wird es zu Einreibungen verwendet. Auch hier reicht ein bis zwei Tropfen auf ein Schnapsglas voll mit fettem Öl und dann werden eben zum Beispiel die Oberschenkel und der Bauchraum eingerieben. Also da durchaus die Stellen, wo man so ein bisschen Wasser auch raustransportieren möchte. Und gleichzeitig erreicht man dadurch, dass die Inhaltsstoffe systemisch aufgenommen werden und der Stoffwechsel aktiviert wird. Genau. Schaue ich mal, was ich noch finde. Hier eine Frage. Kann man die heißen Umschläge auch bei Gichtanfällen machen? Das können Sie, wobei ein akuter Gichtanfall tatsächlich auch eine akute Entzündung ist. Das heißt, da würde ich jetzt eher keinen heißen Umschlag machen, sondern eher einen lauwarmen bis kühlenden Umschlag. Also bitte niemals eiskalt, gell? Sonst haben wir immer eine reflektorische
Weitstellung der Gefäße und dann haben wir eher eine größere Schwellung, sondern ein Grad kälter als die Temperatur der zu behandelnden Stelle. Wenn das entzündet ist, dann machen Sie es körperwarm, weil die entzündete Stelle ja sowieso überwärmt ist und dann ist körperwarm schon kalt genug. Das heißt also, bei einem akuten Gichtanfall würde ich nicht mit einem heißen Umschlag arbeiten, sondern eher mit einem lauwarmen, körperwarmen Umschlag. Und dann kann man das wunderbar machen, sofern das Auflegen des Umschlages geduldet wird. Wenn das nicht geduldet wird, dann machen Sie eine Einreibung, die halt nicht unmittelbar auf dem akut betroffenen Gelenk passiert, sondern die einfach ein bisschen davon entfernt passiert, sodass sich der Wirkstoff dann da selbst hinarbeiten kann. Schau, was hier noch für Fragen reingekommen sind. Ob man die Bücher, ob man die direkt bei mir bestellen kann? Nein, die können Sie überall im Buchhandel bestellen. Das Gesund mit Vitalstoffen gibt es im Moment auch im Shop von der Evolution zu bestellen oder eben sonst überall im Buchhandel sind die Bücher bestellbar. Genau. Jetzt gucke ich hier mal noch im Chat hinein. Da sind auch nochmal Fragen gekommen. Bekommt man die Produkte im Handel? Also die Produkte, die ich Ihnen jetzt heute Abend vorgestellt habe, sind alles Produkte, die es eben bei der Firma Evolution gibt. Das heißt, Sie können sie über die Homepage www.evolution-international.com bestellen und sind eben jetzt seit 2 Wochen, meine ich, dort auch zu bestellen, ganz frisch. Genau, das ist das Einfachste, wenn Sie einfach direkt über Evolution bestellen. Dann war noch eine Frage nach der Mistelcreme. Wie wird die Mistelcreme bei Burnout eingesetzt? Ich persönlich finde die Einreibung, das ist was aus der anthroposophischen Medizin auch kommt, ich persönlich finde die Einreibung über der Herzzone, über der Brust sehr, sehr schön mit der Mistel. Das ist einerseits gut bei Bluthochdruck, weil eben hier das Herz und das Kreislaufsystem entlastet werden über diese Reflexzone. Das ist andererseits auch gut bei Stress und Burnout, weil die Einreibung der Brust sozusagen verstanden wird als die Einreibung des Ich. Das heißt, ich verbinde mich liebevoll mit mir selbst. Und das ist was Patienten im Burnout oftmals verloren gegangen ist. Dieses sich Einreiben über der Brust hat was ganz Fürsorgliches für sich selbst. Und das ist das, was Menschen im Burnout brauchen, dass sie mit sich selbst wieder fürsorglich umgehen. Man könnte theoretisch auch eine Einreibung der Füße zum Beispiel denken. Die Füße helfen uns, oder die Einreibungen an den Füßen helfen uns, die Energien, die immer so im Kopf sind und die meistens, wenn wir so im Stress sind und im Burnout sind, dann ist meistens die Energie hier so kreisen um den Kopf und viel zu weit oben. Und dann versuchen wir sie irgendwie energetisch nach unten abzuziehen. Und das schaffen wir zum Beispiel über Einreibungen an den Füßen, insbesondere vom Schlafengehen. Das kann man zum Beispiel auch versuchen mit der Mistelcreme. Dann hilft sie uns sozusagen besser in den Schlaf zu kommen, macht auch interessante Träume. Wobei die Mistel für mich tatsächlich eher eine Pflanze ist, die ich im oberen Bereich einreiben würde. Was auch denkbar ist, ist der Solarplexus-Bereich. Auch das ist das eigene Zentrum sozusagen, das eigene Energiezentrum, das wir da einreiben. Und die Mistel hat auch astrologisch was mit der Sonne zu tun, sodass sie gut auf diesen Solarplexus-Bereich passt. Also das heißt, so würde ich die einfach regelmäßig bei Burnout-Patienten einreiben und dann vielleicht noch nachdenken über gleichzeitig eine innerliche Einnahme von der Misteltinktur, von den Mistelkräutertropfen zum Beispiel. So, jetzt schaue ich nochmal. Das war, glaube ich, jetzt im Moment die letzte Frage, die ich gefunden habe. Ich gucke nochmal in den anderen Bereich rein. So, soweit ich das sehen kann, sind jetzt alle Fragen beantwortet. Wenn Ihre Frage noch nicht dabei gewesen ist, dann stellen Sie sie bitte gleich nochmal. Ansonsten darf ich Ihnen jetzt einen wunderbaren und erholsamen Feierabend wünschen. Und ganz viel Vergnügen beim Erkunden der Baumöle, beim Duften, beim Riechen, beim Waldbaden, sowohl im Wald als auch mit den tollen neuen Ölen bei Ihnen zu Hause, wo Sie Ihre Familie mit teilhaben lassen können an diesen wunderbaren Wirkstoffen, die über die Nase aufgenommen werden können. Hier kommt nochmal das Feedback, dass die Mistelcreme an den Füßen sehr, sehr angenehm ist. Also tatsächlich beschreiben das viele, insbesondere viele, die so Probleme haben mit
Stress oder auch Angstzustände, da ist die Energie immer hier oben. Und wenn wir die nach unten abziehen wollen, sind Einreibungen an den Füßen, zum Beispiel mit der Mistelcreme, ganz, ganz wunderbar. Mistel ist auch was, was Albträume lindert. Das heißt, auch bei Menschen oder Kindern, die Albträume haben, kann man vor dem Schlafengehen zum Beispiel Fußeinreibungen machen mit der Mistelcreme, um Albträume zu beruhigen und zu lindern. Genau, mit dieser Empfehlung darf ich Sie in den Feierabend entlassen. Probieren Sie es gleich mal aus, wenn Sie die Mistelcreme zu Hause haben. Reiben Sie sich die Füße damit ein und schauen Sie, wie Sie heute schlafen und was Sie träumen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und fürs lange Durchhalten und wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Webinar hier bei der Evolution wieder treffen. Vielen Dank und auf Wiederhören.